Inzwischen ist es kein unbekanntes Phänomen mehr. Mit unserer Biodiversität geht es steil bergab. Unser Erfolg geht auf Kosten von Ökosystemen, die mit unserer Geschwindigkeit nicht Schritt halten können. Mit fortschreitender Globalisierung, mit unseren riesigen Handels- und Verkehrsnetzen, werden Tier- und Pflanzenarten durch die ganze Welt transportiert. Ökosysteme verändern sich. Es gibt einige Gewinner und viele Verlierer. Doch ist davon auch wirklich etwas bemerkbar? Hier bei uns in Mitteleuropa? Wir wollen herausfinden, erstens, was invasive Neophyten überhaupt sind, zweitens, warum sie ein Problem darstellen und natürlich drittens, was wir tun können. Beantworten wir zunächst Frage 1. Was sind invasive Neophyten? Was? Keine Ahnung. Irgendwelche Bakterien? Neo ist neu. Irgendwas, was irgendwo reingeht? Invasiv kommt vom Lateinischen. Es ist irgendwie so innen drin. Und Neophyten sind so neue. Ja, wie soll ich das sagen? So neue. Boah! Neo klingt so nach einem Fernsehfilm. Neophyten, weiß nicht, glaube ich. Das sind Pflanzen, die hier in Deutschland zum Beispiel nicht beheimatet sind. Das sind zum Beispiel Pflanzen, die durch Importe in Länder gebracht werden. Und dann sowas wie heimisch werden bei uns und unsere ursprünglichen heimischen Pflanzen verteilen. Das hört sich überzeugend an. Wir wollen aber noch Näheres erfahren und begeben uns daher nach Salzburg. Hier im Haus der Natur treffen wir auf eine Expertin. Mein Name ist Elisabeth Ortner, ich bin Schutzgebietsbetreuerin im Haus der Natur. Meine Aufgabe ist die Betreuung der Salzburger Naturschutzgebiete im Flachgau. Und ich bin eine Schnittstelle zwischen der Behörde und den Leuten vor Ort. Es ist ja so, dass die Pflanzenwelt in Mitteleuropa, es sind ja immer wieder neue Arten dazugekommen. Zum Beispiel, wie man die Landwirtschaft begonnen hat, sind sehr viele Arten aus dem mediterranen Raum zu uns gekommen. Neophyten bezeichnet man dann diese Pflanzen, die seit 1492, also der Entdeckung von Amerika durch Columbus, zu uns gekommen sind, die der Mensch direkt eingebracht hat, zum Beispiel für landwirtschaftliche Zwecke oder auch als Zierpflanzen. Im Garten, wo ich es hege und gieße und ausjäte, da kann sie die Kartoffel halten, aber sie kann bei uns nicht verwildern, weil sie einfach nicht konkurrenzkräftig genug ist und nicht so angepasst an unseren Standort. Andere Pflanzen, die können das. Und genau das ist der Unterschied zwischen Pflanzen, die man als Neophyten bezeichnet, die verwildern, und Kulturpflanzen. In Österreich gibt es ungefähr 4000 Gefäßpflanzen und ca. 220 Arten sind Neophyten. Und von diesen Arten sind lediglich 17 Arten problematisch. Also die meisten Neophyten, die zu uns kommen, können sie entweder nicht auf Dauer halten oder sie machen keine Massenvorkommen, also werden auch nicht zum Problem. In der Forschung hat sich inzwischen eine Daumenregel herausgebildet, die sogenannte Zehnerregel. 90% aller eingeführten Pflanzenarten verschwinden bereits wieder nach kurzer Zeit.
Nur 10% können sich also überhaupt in neuen Ökosystemen halten. Von diesen 10% können sich wiederum nur 10% für längere Zeit etablieren. Von diesen 10% nehmen wiederum nur 10% invasive Züge an. Von 1000 eingeführten Pflanzenarten ist also eine Art invasiv. Wir konzentrieren uns in diesem Film auf zwei Pflanzenarten. Sie sind bei uns in Mitteleuropa hochgradig invasiv. Eine Pflanze, die dem Naturschutz, aber inzwischen auch teilweise der Landwirtschaft Sorgen macht, ist der japanische Staudenknöterich, Fallopia japonica, der aus Korea, Japan, China zu uns gekommen ist als Zierpflanze. Der Staudenknöterich wurde zunächst nach England eingeführt. Als Zierpflanze wurde er schließlich auch auf dem Festland beliebt und verbreitete sich so über ganz Mitteleuropa. Man weiß zum Teil sehr genau, wann die eingeführt worden sind, und manchmal weiß man auch von wem die das erste Mal eingeführt worden sind. Oft sind es botanische Gärten gewesen, wo man das auch natürlich dokumentiert hat, welche Arten zu uns gekommen sind. Das war so 1850 ungefähr, und nachdem der so einfach zu handhaben ist in Gärten und super wächst, ist er natürlich eine sehr beliebte Gartenpflanze gewesen. Der Japanknöterich, oder wie er meist genannt wird, der japanische Staudenknöterich, gehört zur Familie der Knöterichgewächse, der Polygonaceae. Die Pflanze ist mehrjährig und wuchert tief in der Erde. Über dieses Rhizomgeflecht verbreitet sich der Knöterich vor allem vegetativ. Sieht man eine Knöterichpopulation, kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass alle Pflanzen von einer einzigen Mutterpflanze abstammen und damit genetisch identisch sind. Der Staudenknöterich kann eine Wuchshöhe von über 4 Metern erreichen. Assoziationen mit einem Knöterich-Tsunami werden damit leicht verständlich. Am besten erkennbar ist der Knöterich aber an seinen breiten und eiförmigen Blättern. Ab August bildet der Knöterich weiße Blüten aus. Am erstaunlichsten an dieser Pflanze ist jedoch ihre enorme Wuchsleistung von bis zu 15 cm am Tag. Man kann dem Knöterich beim Wachsen förmlich zusehen. Eine weitere Pflanze, die dem Naturschutz Kopfzerbrechen bereitet, ist das indische Springkraut, Impatiens glandulifera. Das stammt aus einem kleinen Gebiet im Himalaya und ist in einem botanischen Garten als Zierpflanze importiert worden, so 1820, 1830. Das ist eine wunderschöne Pflanze, die hat wunderschöne rosa-rote Blüten, und man hat sie auch genannt die Orchidee des kleinen Mannes, weil es einfach eine ganz einfach zu handhabende Pflanze ist, die sehr attraktiv ist. Das indische Springkraut gehört zur Familie der Balsaminengewächse, der Balsaminaceae. Mit seinem schwach entwickelten Wurzelsystem lässt sich das Springkraut ganz leicht aus dem Boden ziehen. Der Stängel ist zur Basis hin oft rötlich verfärbt, saftig und innen hohl. Ein wichtiges Merkmal ist die Einjährigkeit des Springkrauts. Das heißt, die Pflanze stirbt im Herbst als Ganzes ab. Im Frühling keimen neue Pflanzen aus den Samen.
Samenkapseln haben einen Mechanismus, der die Samen relativ weit weg schleudert. Und so verbreitet sie die relativ rasch in verschiedenste Lebensräume. Woran man das Springgrat jedoch am einfachsten erkennt, sind seine rosa Blüten, die sich abhängig vom regionalen Klima meist im Juli entwickeln. Auch das Springgrat wird sehr groß. In der Literatur werden Wuchshöhen bis zu 2,5 Meter angegeben. Es kann jedoch noch deutlich höher werden. Die Blätter sind scharf gezähnt. Das indische Springkraut und den japanischen Staudenknöterich kennen wir nun. Doch warum sind sie überhaupt ein Problem? Um diese Frage zu beantworten, schauen wir ins nahegelegene Bad Reichenhall im Landkreis Berchtesgadener Land. Mein Name ist Wolf Gugelhör. Ich bin jetzt seit ungefähr 10 Jahren hier im Ruhestand, der allerdings mit ehrenamtlichen Tätigkeiten im Stadtrat und auch in Naturschutzverbänden durchaus angefüllt ist. Zuvor war ich Forstmann und war auch viel im Ausland und zum Beispiel längere Zeit im Himalaya, wo das Springkraut zum Beispiel herkommt. Wir hier in Reichenhall haben jetzt hauptsächlich mit der Salachau zu tun, wo ein FFH-Gebiet ist und verschiedene andere Schutzkategorien. Da machen sich einige Neophyten also sehr breit und da kann man durchaus sagen, auch der Schutzgebietszweck kann deutlich gefährdet sein. Speziell das Springkraut und der Knöterich verändert den Charakter der Au sehr stark. Das Springkraut ist sehr konkurrenzstark, vor allem dadurch, dass es eine sehr hohe Sprossdichte hat und den Boden sehr stark beschattet durch die großen Blätter und unter dieser Beschattung kaum mehr was keimen kann oder hochkommen kann, weil einfach das Licht fehlt. Das ist natürlich auch in der Forstwirtschaft so, dass die Bodenpflanzen, die Bodenvegetation, eben zum Beispiel das Springkraut, dann die Verjüngung der Waldbäume, die man eigentlich haben will, verhindert. Insofern kommt dann die eigentliche Problematik der Neophyten, dass sie die einheimische Flora verdrängen können, wenn sie eben genügend invasives Potenzial haben. Zum Beispiel das Springkraut hat ein sehr großes Potenzial, es kann sogar die Brennnessel aus ihrem angestammten Lebensraum verdrängen, die ja normalerweise ein sehr konkurrenzkräftiger Ort ist. Jetzt ist es auch so, dass an jeder heimischen Pflanzenart ca. 10 bis 20 Insektenarten dranhängen. Und wenn ein heimischer Ort verschwindet, verschwinden natürlich auch diese Insektenarten mit. Also man dezimiert die Vielfalt und die Stabilität von dem Ökosystem. Auch der Staudenknöterich verbreitet sich in der Au sehr stark.
knöpfige Schlange. Wenn ich den zurückschneide, kommen einfach gute siebenfache Menge aus. Also der ist fast nicht zu kontrollieren. Der hat unterirdische Rhizome. Wenn so ein kleines Stückchen vom Rhizom in der Erde zurückbleibt, wächst aus diesem kleinen Stückchen wieder eine neue Pflanze. Und so kriegt man den eigentlich nicht mehr los, wenn man einmal drinnen hat. Oft ist es auch so, dass diese Arten gefördert werden, zum Beispiel von den Imkern. Der japanische Staudennötterich oder auch das Springkraut sind ja bei den Bienen sehr beliebt, weil sie sehr viel Nektar und Pollen bieten. Zum Teil auch zu Zeiten, wo in der heimischen Flora nicht mehr sehr viel blüht. Und deshalb haben die Imker das auch in manchen Fällen aktiv in der Natur ausgebracht, um eine Bienenweide zu generieren. Also ich bin der Klaus Riedl aus Peding. Ich bin erster Vorsitzender vom Bienenzuchtverein Peding-Anger und seit März bin ich noch Bienenfachwart. Das Springkraut, das war schon als Kind, das ist eine schöne Pflanze für mich. Ich habe das einmal irgendwo auf einem Kieshaufen eine Pflanze ausgegraben und habe es dann bei mir daheim eingesetzt. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass das den ganzen Garten überwuchern will. Und direkt jetzt in Bezug auf die Imkerei ist eigentlich vielleicht erst seit 10, 15 Jahren so ein Thema. Viele Imker sagen, das Springkraut bringt unheimlich viel Honig und reduziert eben auch diesen Winterfutterbedarf an Zucker, den man zufuttern muss, dadurch, dass man ja den Honig entnimmt. Viele Imker haben das als Nahrungsquelle schätzen gelernt und haben das auch verbreitet. Letztes Jahr war es so, die Futtergrenze waren trotz Springkraut relativ klein. Also wir haben eher Futtermangel gehabt. Bei der Honigqualität muss man dazu sagen, es ist ja eine spätblühende Pflanze und somit kann es der Imker eigentlich gar nicht mehr nutzen. Man muss bedenken, durch die Varroamilbe in den letzten Jahren, Mitte Juli muss man bereits gegen die Milbe behandeln, weil sonst ist die Behandlung zu spät. Und wenn dann noch Springkraut kommt, darf man den Honig ja nicht mehr ernten. Den einzigen Wert, was jetzt generell für einen Imker hätte, wäre diese zusätzliche Einfütterung für den Winter. Es ist ganz lustig gesagt, also wenn man jemanden fragt, der behauptet, er hat Springkraut Honig schon mal geschleudert, und man fragt dann, ja, wie sieht er aus? Ja, dann kommt erstmal ein großes Überlegen. Es gibt viele Diskussionen mit den Imkern über Springkraut, weil wenn ein Imker mal überzeugt ist von etwas, dann ist er immer schwer abzubringen. Beim Springkraut ist es auch so, es ist schnell wachsend und wenn jetzt Pflanzen, die niedriger bleiben, wenn die sich jetzt entwickeln wollen, dann wird das durch Springkraut verdrängt. Die Pflanzen sind alle höher als wie das Springkraut. Sogar der Mohn ist riesig geworden. Wenn wir jetzt noch ein paar Wochen warten, das Springkraut wird noch höher, dann haben diese Pflanzen keine Chance mehr. Invasive Neophyten stellen eine Bedrohung für unsere Ökosysteme dar. Keine Frage. Und doch wird ihr Auftreten kontrovers diskutiert. Sind sie vielleicht doch eine Chance? Also ähnlich wie Karl Valentin zu den Menschen eben gesagt hat, irgendwo ist jeder fremd, ist es natürlich bei den Pflanzen auch so. Alle Pflanzen, die wir heute haben, sind irgendwann eingewandert, sind irgendwann invasiv geworden oder invasiv gewesen, weil wir hier ja Eiszeit hatten, wo ich jetzt sitze, waren 1000 Meter Eis drüber. Also die Pflanzen, die wir jetzt als natürlich betrachten, sind alle hier eingewandert. Ja, gerade das Salachtal oberhalb von Bad Reichenhall ist ja gekennzeichnet durch sehr ausgedehnte Hänge, die mit Bergmischwäldern bedeckt sind, aber darunter liegen Lockermassen, die sehr erosionsanfällig sind und ohne den Schutz des Waldes unter Umständen ins Tal gespült werden. Wenn jetzt aber durch den Klimawandel oder auch durch andere Einflüsse der Bergmischwald seine Stabilität verliert und sich nicht mehr verjüngen kann und seine Strukturvielfalt und seine Wasserschutzwirkung da einbüßt,
wenn der durch den Klimawandel also nicht mehr vorhanden ist, dann sind wir unter Umständen froh, wenn andere Baumarten oder auch Pflanzenarten, es müssen nicht unbedingt hohe Bäume sein, diese Schutzfunktion übernehmen können. Natürlich wird man da auch negative Auswirkungen dann immer damit verbunden haben, dass die ganze Lebensgemeinschaft sich verändert. Aber es ist durchaus vorstellbar, dass wir um Neophyten auch mal froh sind, wenn durch den Klimawandel bedingt unsere bestehenden Lebensgemeinschaften nicht mehr existieren. Der Staudenknöterich ist mit seiner Wuchsleistung von bis zu 15 cm täglich eine extrem schnell wachsende Pflanze. Er kann Kahlflächen zügig bedecken und bietet damit potenziell Erosionsschutz. Dagegen spricht, dass der Staudenknöterich keine Feinwurzeln ausbildet und damit den Boden nur unzureichend festhält. Klar erosionsfördernd ist hingegen das Springkraut. Nachdem das Springkraut eine einjährige Pflanze ist, bildet es kein großes Wurzelsystem aus, sondern nur ein ganz feines, leichtes, das das Erdreich kaum zurückhalten kann. Und somit bereitet es auch gerade an Bächen Probleme mit der Ufererosion, weil man ja da bestrebt ist, Pflanzen zu haben, die tiefe Wurzeln haben und das Erdreich festhalten können bei Hochwasser. Also Monokulturen bringen für den Imker gar nichts. Monokulturen, es ist einseitige Ernährung, es ist nur von einer Art der Pollen vorhanden. Die Biene braucht aber für ihre Gesundheit Vielfalt, braucht verschiedene Pflanzen, verschiedene Pollenarten, verschiedene Nektarsorten. Überall sind unterschiedliche Inhaltsstoffe drinnen, unterschiedliche Vitamine, Mineralstoffe. Und das ist ganz wichtig, dass man vitale, gesunde Bienen hat. Man sieht eigentlich schon ein gewisses Umdenken, dass wieder Artenreichtum, Vielfalt, Pflanzenvielfalt, dass das mehr wieder in den Vordergrund rückt. Es gibt auch eine Untersuchung jetzt von der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau, die empfiehlt heutzutage eher, dass man das wieder verdrängt, dass man es ausreißt und eben den anderen Pflanzen wieder mehr Möglichkeiten gibt. Inzwischen ist es Konsens. Invasive Neophyten müssen in ihrer Verbreitung eingedämmt werden. Nur bei der Vorgehensweise findet man unterschiedlichste Meinungen und Handlungsoptionen. Es gibt Gesetze, Forschungsarbeiten und Privatinitiativen. Wir haben uns auf die Suche nach Menschen begeben, die nicht tadellos abwarten. Deshalb unsere letzte Frage. Was können wir tun? Es gibt Leute, die sagen, ja, lass mal doch die Natur Natur sein. Ich glaube aber, Neophyten müssen bekämpft werden und sollten bekämpft werden, soweit das überhaupt eben machbar ist, weil die Ursache bei Menschen, die Gefahr besteht ja ohnehin nicht, dass man diese Neophyten wieder völlig ausrottet. Und wie weit man da gehen will, da kann man sicher darüber diskutieren. Es gibt den Ansatz des Naturschutzes, wo man sagt, wir schauen, dass sensible Lebensräume, seltene Lebensräume mit gefährdeten Pflanzenarten auf jeden Fall mal von Neophyten freigehalten werden. Die meisten Politiker werden sagen, oh, wir haben andere Probleme. Die Neophyten werden als Randerscheinung betrachtet und werden aber wohl unterschätzt. Wie man mit dieser Randerscheinung umzugehen hat, ist in unserem Gesetz eigentlich verankert. § 40 des Bundesnaturschutzgesetzes behandelt nicht heimische, gebietsfremde und invasive Arten. Hier liest man Folgendes. Sie, Bund und Länder, treffen bei bereits verbreiteten invasiven Arten Maßnahmen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern und die Auswirkungen der Ausbreitung zu vermindern, soweit diese Aussicht auf Erfolg haben und der Erfolg nicht außer Verhältnis zu dem erforderlichen Aufwand steht. Da bei Dominanzbeständen tatsächlich ein extrem großer Aufwand erforderlich ist, wird oft nichts getan. Vergessen wird dabei, dass neu aufkommende junge Bestände ein besonders großes Verbreitungspotenzial haben und gleichzeitig relativ leicht zu bekämpfen sind.
Einem geringen Aufwand steht dabei ein relativ großer Erfolg gegenüber. Doch leider wird diese Chance oft übersehen. Das Bewusstsein in der Allgemeinheit wird erst so allmählich verbreitet durch Aktionen eben einiger Leute, die sich da des Problems angenommen haben und die der Meinung sind, man muss da was tun und die Öffentlichkeitsarbeit machen. Mein Name ist Peter Becker, ich bin Inhaber der Knöterich-Manufaktur und verarbeite invasive Neophyten. Peter Becker stammt aus Wiesbaden. Als Koch beschäftigt er sich am liebsten mit neuen Lebensmitteln. So kam er auch auf die Idee, aus invasiven Neophyten leckere Gerichte zu zaubern. Springkraut und Knöterich haben in unseren Ökosystemen keine natürlichen Feinde. Peter Becker ist der Meinung, diese Rolle kann und soll der Mensch übernehmen. Und wie? Richtig, indem er sie aufisst. So stelle ich zum Beispiel mit meinen Schülern am Campus Klarental aus indischem Springkraut einen Sirup her und den verkaufen wir bei Schulfesten und finanzieren damit Erhaltungsbeete für rotgelistete Pflanzen, die in Wiesbadens Feuchtgebieten vom indischen Springkraut verdrängt werden und zeigen so in einem kleinen Rahmen, hier kann selbsttragender Naturschutz durchgeführt werden, indem der Angeklagte, das indische Springkraut, die Kosten des Verfahrens trägt, die verdrängten heimischen Pflanzen wieder anzusiedeln. Wenn wir Produkte wie das Relish hier zwischen Senf und Ketchup an jedem Imbiss platzieren, dann können Leute einfach mittags bei der Bratwurst Naturschutz betreiben. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren, kann in jedem Jahr meine Produktionsmengen erhöhen und reise durch den ganzen deutschsprachigen Raum und mache Vorträge darüber, verkaufe die Produkte in ganz Deutschland. In kleinen Populationen habe ich den Knöterich schon bis zum Exitus beerntet. Bei großen Populationen ist das leider noch nicht so möglich. Ich habe ausgerechnet, dass ich einen Quadratmeter Ertrag von 140 Euro erwirtschafte, indem ich den Knöterich durchgehend beernte. Und das ist mehr wie jedes Jahr landwirtschaftliche Produkt. Springkraut, indische Marmelade. Also ich werde oft gefragt, ob man den Knöterich mit der Ernte ausrotten könnte. Und da sage ich immer, das ist gar nicht mein Ziel, weil das eine wunderschöne Pflanze ist. Mir geht es in erster Linie darum, den Knöterich dort, wo er naturschutzfachlichen Problem darstellt, wo er seltene oder rotgelistete Pflanzen verdrängen würde, ihn dort zu kontrollieren. Und der Knöterich wird in der ganzen nördlichen Hemisphäre mit so viel Herbiziden bekämpft, das ist der Wahnsinn, das ist eine ökologische Katastrophe. Und ich finde es halt wirklich eine Schande, dass ein so hochwertiges, gesundes, tolles, leckeres Lebensmittel überhaupt begiftet wird. Und das ist eigentlich so mein wichtigstes Ziel, ist einfach Menschen darüber aufzuklären. Den kann man essen, der ist genauso gut wie Rhabarber und ist auch noch sehr gesund. Also es geht nicht nur darum zu verhindern, dass jetzt eine Pflanze wie der Knöterich mit Gift bekämpft wird. Es treibt mich zum Wahnsinn, wenn ich sehe, wie alljährlich Schulklassen eingeladen werden, in Naturschutzgebieten an Springkrautrupfaktionen mitzumachen. In England ist es sogar noch schlimmer, dann ist das ein Volkssport, da nennt man das Balsam-Bashing. Da trifft man sich gemeinsam und zerstört einfach mal eine Riesenpopulation indische Springkraut. In meiner Arbeit als Schutzgebietsbetreuerin mache ich sehr wohl Bekämpfungsaktionen gegen Neophyten. Gerade mit Schulklassen ist das immer eine sehr schöne Aktion. Das ist für Kinder auch wirklich ein wunderbares Erlebnis, auch wieder mal richtig dreckig zu werden und Pflanzen anzugreifen und vielleicht auch mal was auszureißen. Kinder haben ja durchaus einen destruktiven Ansatz auch manchmal. Wir machen das jetzt seit 2008, das ist ja doch schon eine ziemlich lange Zeit. Es sind Erfolge sichtbar. Man merkt zum Beispiel deutlich, dass die heimische Flora wieder dominanter wird und zunimmt und dass man auch die typischen Insektenarten vermehrt wieder an diesen Bachufern finden kann.
Es ist aber natürlich so, wenn man jetzt aufhört, das Springrad zu bekämpfen, ist es wahrscheinlich, dass innerhalb von einigen Jahren die Situation sich wieder deutlich verschlechtert. Das kann man einfach mit der Natur nicht machen. Wir können nicht einfach versuchen, irgendwas in großen Mengen zu zerstören. Und deswegen ist es mir so wichtig, Menschen zu zeigen, dass man jedes Pflanzenteil vom indischen Springkraut auf die eine oder andere Art verwerten kann. Wir betreiben jetzt Naturschutz mit Messer und Gabel. So. So, die Kirche ist übrigens nicht nur mit Springkraut, da sind auch alle saisonalen Wildkräuter drin. Ich habe noch Käse mit diesem Japanisch-Knöterig. Das schmeckt fruchtig, lecker auf jeden Fall. Peter Beckers Konzept findet zunehmend Nachahmer. So auch im Bad Reichenhall. Am Weißbach, am Rande der Mazzolla Salachau, ist Monika Wölfel tätig. Mein Name ist Neophytia und das hier ist mein gärtnerisches Experiment. Das ist ein Garten ganz besonderer Art. Ich sähe nicht und ernte doch. Zu sehen ist ganz deutlich, dass man den Blütrich doch zurückdrängen kann bei konsequenter Betreuung. Rupfen, jäden, schneiden. Immer diese kleinen Sachen gehen kinderleicht zum Rausziehen. Mit ein bisschen Wurzeln natürlich ist dann angesagt, dass man es richtig entsorgt. Mengenmäßig ist es kaum möglich, jede geerntete Knöterichpflanze zu verarbeiten. Monika Wölfel stöbert jedoch regelmäßig in Peter Beckers Kochbuch und entwickelt auch selbst neue Rezepte. Man kann jetzt entweder schälen, so wie man Rhabarber auch vielleicht schält. Das ist die typisch rote Stichelung. Die möchte man eigentlich möchte ich beibehalten, weil das sieht recht nett aus, besonders wenn das als Rohkost präsentiert wird. An den Knoten mache ich allerdings noch so ein bisschen sauber. Wenn man sieht, ein ziemlicher Durchmesser von diesem Stiel, schön hohl. Und das lässt sich schön füllen. Wie hier schon vorbereitet, Schiffchen. Füllen mit Kräuterfrischkäse. Das wäre eben zur Dekoration gedacht. Und da kommt jetzt oben drauf diese schöne Spitze von dem Knöterich. So, und schon steht das kleine Lied. So, das wird jetzt Knöterich-Chutney. Der Knöterich kommt zum Schluss. Das darf jetzt so vor sich hin köcheln. Das indische Springkraut und der japanische Staudenknöterich werden in der Mazzolla Salachau inzwischen eingedämmt. Wo bis vor wenigen Jahren noch große Springkrautpopulationen dominierten, findet sich inzwischen wieder eine vielfältige Pflanzenwelt.
der Lebensraum geschützter Pflanzenarten wie Türkenbundlilie oder Alpenveilchen kann somit erhalten bleiben. Monika Wölfels Böschung sah 2009 noch so aus. Durch das konsequente Abschneiden und Aushungern des Knöterichs kam eine vielfältige heimische Flora zurück an den Weißbach. Monika Wölfel wird oft gefragt, ob sie die heimischen Pflanzen eingepflanzt oder angesät hätte. Nein, sagt sie dann, die kommen von ganz allein zurück. Vermutlich haben sie nur gewartet. Wieso werde ich nur 3 Sekunden gezeigt, wenn ich was beantworte? Mein Name ist Peter Becker, ich bin der Kind. Steffi, mach mal das nochmal. Entschuldigung. Aber ich fand es cool, wenn du Lacher dazu, wenn irgendwie Action dabei war. Wenn man merkt, dass es das zufällig entstanden. Okay. Was? Ja.